Segelboot. Peppa und Schorsch dürfen mit Opa Wutz segeln gehen. Ahoi und guten Tag, Opa Wutz. Das sind Herr Hengst und Frau Corgi. Sie sind Mitglieder im Segelclub. Hallo, wir wollen nur mal eben kurz segeln gehen. Da sind Sie wohl noch etwas früh dran. Richtig, Sie können jetzt noch nicht segeln gehen. Ja, vielen Dank für diesen Rat. Wir sehen uns dann später. Opa, deine Freunde haben aber gesagt, wir können noch nicht segeln gehen. Ach, die haben keine Ahnung, wovon sie reden. Oh, so ein Mist. Opa Wutz Boot steckt im Schlick fest. Da ist ja gar kein Wasser, Opa. Ja, anscheinend ist Ebbe. Können wir jetzt doch nicht segeln gehen? Doch, natürlich. Das Wasser wird sehr bald zurückkommen. Und dann hebt es das Boot aus dem Schlick. Das Wasser kommt wirklich zurück? Das steht schon mal fest. Das Wasser hebt Opa Wutz Boot aus dem Schlick. Jetzt schaukelt das Boot auf und ab. Wir stechen in See. Ei, ei, Captain Opa. Ahoi und los. Ich liebe es zu segeln. Allzeit gute Fahrt, Opa Wutz. Ist alles klar an Bord? Brauchen Sie Rat oder Hilfe, alter Junge? Uns geht es hier prima. Vielen Dank auch. Wiedersehen. Opa, Sie sind viel schneller als wir. Beim Segeln sollte man sich wirklich nicht hetzen. Wir schaukeln auf und ab. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln, 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 schaukeln auf und ab. Wir schaukeln auf und ab. Ahoi, Opa Wutz. Wird Zeit, zurückzusegeln. Denken Sie an Ebbe und Flut. Wenn Sie zu spät umdrehen, bleiben Sie noch im Schlick stecken. Da haben Sie recht. Schönen Tag. Beachtet Sie einfach nicht weiter. Ich weiß mehr über Ebbe und Flut, als Sie jemals wissen werden. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln auf. Oh, wir schaukeln ja gar nicht mehr. Das liegt wohl daran, dass gerade Ebbe ist. Stecken wir jetzt im Schlick fest, Opa? Ja, aber wir stecken nur fest, bis die Flut kommt. Die Flut hebt uns wieder aus dem Schlick heraus. Und wann kommt das Wasser zurück? Die Flut kommt morgen früh. Oh. Wir müssen einfach nur auf dem Boot übernachten. Übernachtungsparty! Hurra! Ich werde wohl mal besser Oma Wutz anrufen. Hallo? Hallo, Oma Wutz? Wir drei haben uns entschieden, auf dem Boot zu übernachten. Du meinst, die Ebbe hat dich überrascht? Nein, nein, natürlich nicht. Ich habe nur... Wir stecken im Schlick fest, Oma. Wusste ich's doch. Es ist ein Abenteuer, Oma Wutz. Wir sehen uns morgen früh, ja? Wo sollen wir denn schlafen, Opa? Hier. Das Boot hat zwei schöne kleine Schlafkojen. Oh. Und ich schlaf heute Nacht mal an Deck. Unter den Sternen. Gute Nacht, Opa. Gute Nacht, Peppa und Schorsch. Peppa und Schorsch schlafen in den Kojen. Opa Wutz schläft an Deck. Die Sterne funkeln am Himmel über ihm. Es ist Morgen. Wir schaukeln wieder auf und ab. Seht ihr, Kinder? Das Wasser ist wieder da. Hurra! Opa Wutz Boot schwimmt wieder. Volle Fahrt nach Haus. Ei, ei, Captain Opa. Wir schaukeln auf und ab. Oma Wutz kommt, um Peppa und Schorsch abzuholen. Oma Wutz. Oma los. Hallo, meine kleinen Schweinchen. War's schön auf dem Boot? Ja, wir haben im Schlick festgesteckt und am Bord übernachtet. Peppa liebt Segeln. Alle lieben Segeln. Das Gewächshaus von Opa Wutz. Peppa und Schorsch besuchen Oma und Opa Wutz. Hallo, Opa Wutz. Hallo, Peppa und Schorsch. Schorsch hat einen Ball gefunden. Ah, vorsichtig, Schorsch. Das ist mein Gewächshaus. Die Wände sind ganz aus Glas. Sie sind sehr zerbrechlich. Oh. Fußbälle gehören nicht in die Nähe von Gewächshäusern. Hä?
wer wirft hier Bälle gegen mein Gewächshaus? Ah! Wie heißt es noch? Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Fußbällen werfen. Du hast zuerst geworfen und beinahe mein Gewächshaus zertrümmert. Das nennst du Gewächshaus? Diesen Haufen kaputter Fensterscheiben? Immerhin reicht's für meinen Tomatenanbau. Mich wundert, dass du in dem Müllhaufen überhaupt was anbaust. Immer noch mehr als du in deiner feinen Glaskiste. Opa Wutz und Opa Kleff sind die allerbesten Freunde. Opa, warum ist dein Gewächshaus aus Glas, wenn doch Glas so schnell zerbricht? Weil ich darin Pflanzen anbaue. Kommt, ich zeige es euch. Diese Pflanzen lieben Sonnenlicht und das Glas lässt das Licht herein. Ui, diese Pflanze riecht ja köstlich. Ach, das ist bloß Basilikum. Oma Wutz hat nur ein paar Samen in den Topf geworfen und schon wächst es. Oh. Jetzt zeige ich euch was, wozu man ein super Gärtner sein muss. Meine Tomaten. Die sind ja nicht gerade sehr groß, Opa. Iss eine und sage mir, wonach sie schmeckt. Sie schmeckt nach gar nichts. Nun denn, sie sind wohl noch nicht ganz reif. Hallo, meine Kleinen. Oma Wutz. Bekomme ich wohl ein paar Tomaten, Opa Wutz? Nein. Ich fürchte, die Tomaten sind noch nicht ganz reif. Vielleicht in ein paar Wochen. Aber es sollte Tomatensalat zum Abendessen geben. Opa Kleff hat auch einen Tomatenanbau. Ja, vielleicht kann Opa Kleff uns ein paar abgeben. Ich glaube kaum, dass jemand Opa Kleffs alte, schrumpelige Tomaten essen möchte. Oh. Hallöchen, Opa Kleff. Ah, Oma Wutz. Wie nett, dich zu sehen an diesem schönen Morgen. Können wir von dir ein paar Tomaten ausborgen? Ausborgen? Ihr könnt euch so viele Tomaten nehmen, wie ihr wollt. Die Tomaten wachsen besonders gut dieses Jahr. Die sehen aber sehr viel größer aus als deine, Opa Wutz. Sie mögen größer sein, das heißt aber nicht, dass sie besser schmecken. Peppa, möchtest du gerne eine probieren? Ja, gerne. Lecker. Das ist die beste Tomate, die ich jemals im Leben gegessen habe. Ach, und wie hast du die Tomaten angebaut? Das war gar nicht viel Arbeit. Ich habe nur ein paar alte Tomatensamen in die Ecke da geworfen und schon wuchsen sie. Macht euren Korb voll, ich schaff sie eh nicht allein. Dankeschön. Wir werden einen schönen Tomatensalat daraus machen. Ah, ich kenne ein sehr gutes Rezept für Tomatensalat. Wie schön. Kannst du ihn für uns machen? Das Problem ist, ich brauche Basilikum. Und diesmal habe ich es nicht hingekriegt, Basilikum zu pflanzen. Mein Opa hat einen großen Topf voll Basilikum. Wirklich? Oh ja, eine ganze Menge von dem Zeugs. Kommt, ich zeig's euch. Sehr beeindruckend. Verrätst du mir das Geheimnis, wie man Basilikum anbaut? Also, es ist recht schwierig. Als allererstes musst du... Man wirft ein paar Samen in den Topf und schon geht's los. Du meinst, das Basilikum wächst ganz von allein? Ja. Ist schon Zeit für das Abendessen, Oma? Oh, meine kleinen Schätzchen, ihr habt sicher großen Hunger. Bereiten wir jetzt den Tomatensalat zu. Erst die Tomaten in Scheiben schneiden, ein paar Tröpfchen Olivenöl hinzugeben, eine Prise Pfeffer, ein winziges bisschen Salz und zu guter Letzt diese köstlichen Basilikumblätter. Greift bitte zu. Grandiose Tomaten. Verdanken wir meinem Gewächshaus. Lecker Basilikum. Verdanken wir meinem Gewächshaus. Das ist der beste Tomatensalat, den ich jemals gegessen habe. Frau Mümmels Taxi. Peppa und Schorsch sind mit Mama Wutz beim Einkaufen. Ganz schön großer Einkauf. Das ist alles für Opa Wutz, weil Oma Wutz nämlich in den Urlaub fahren will. Oh, ich verstehe. Ganz schön großer Einkauf. Stand alles auf Oma Wutz Einkaufszettel. Wo ist das Auto? Ich bin nicht mit dem Auto hier. Ich wusste ja nicht, dass ihr so viel einkauft. Oh, dann rufe ich uns ein Taxi. Hallo, Taxizentrale. Ich schicke Ihnen sofort einen Wagen. Entschuldigung, ich muss nur mal kurz raus. Bin gleich wieder da. Ihr Taxi ist da. Wohin soll's denn gehen? Zum Haus von Oma und Opa Wutz, bitte. Okidoki, steigt ein. Sie
waren sicher beim Einkaufen. Die Leute kaufen viel zu viel ein heutzutage. Kaufen dies, kaufen das. Ständig einkaufen. Aber Frau Mümmel, warum reden Sie denn so viel? Das machen Taxifahrer so, Peppa. Aha. Stellen Sie sich vor, neulich saß Mr. Kartoffel bei mir im Auto, da wo Sie sind. Oma Wutz verreist für ein paar Tage. Opa Wutz bleibt allein zu Hause. Das ist eine Konservendose. Um das Essen rauszukriegen, brauchst du das hier. Das ist ein Dosenöffner. Ich weiß, was das ist, Oma Wutz. Wenn du dir ein Ei kochen willst, füllst du zuerst einen Topf mit Wasser, ja, dann... Ja, ich weiß. Oma Wutz! Hallo, meine Kleinen. Wir bringen den Einkauf. Musst du nicht zum Flughafen, Oma Wutz? Oh ja, am besten rufe ich ein Taxi. Taxizentrale? Hallo, Oma Wutz. Ich möchte zum Flughafen, bitte. Natürlich. Steigen Sie ein. Dankeschön. Papa, können wir Oma zum Abschied noch winken am Flughafen? Okay. Wiedersehen. Tschüss. Sie müssen zum Flughafen, oder? Ja. Und ehrlich gesagt haben wir es ein bisschen eilig. Eilig hier, eilig da. Warum sind die Leute bloß immer in Eile? Oma Wutz darf den Flug nicht verpassen. Sie fliegt nämlich in den Urlaub. Urlaub? Ich habe nie Zeit für Urlaub. Dafür habe ich immer zu viel zu tun. Frau Mümmel, hatten Sie nicht letztens erst frei, als Sie krank waren? Ja. Das Taxi ist am Flughafen angekommen. Wiedersehen, meine Kleinen. Auf Wiedersehen, Oma. Wiedersehen. Peppa und Schorsch winken Oma Wutz zum Abschied. Da kommt Herr Wolf. Taxi. Steigen Sie ein. Wiedersehen, Herr Wolf. Peppa und Schorsch lieben es zu winken. Wiedersehen. Papa, wie kommen wir jetzt nach Hause? Mit dem Taxi. Oh, es ist fort. Und Sie waren im Urlaub, oder? Ich bin sehr müde von der Reise. Wäre es Ihnen recht, wenn wir nicht plaudern? Plaudern? Ja, die Leute plaudern heutzutage sowieso viel zu viel. Schnatter, schnatter, schnatter. Bla, bla. Manche Leute können stundenlang reden, ohne Luft zu holen. Meine Schwester zum Beispiel. Hallo, Taxizentrale? Hallo. Können Sie uns bitte vom Flughafen abholen kommen? Vom Flughafen? Okidoki. Stopp! Hallo, Herr Bulle. Reißen Sie die Straße auf? Nein, eigentlich sollte ich den Flughafen aufreißen. Aber mein Lastwagen ist kaputt. Ich fahre gerade zum Flughafen. Springen Sie rein. Haben Sie Gepäck dabei? Nur den Sand. Frau Mümmels Taxi ist voller Sand. Tschüss, Boss. Hallo, Boss. Hallo, Leute, hier ist der Sand. Danke, Frau Mümmel. Kein Problem. Hallo, Frau Mümmel, bringen Sie uns heim? Okidoki. So, bitte sehr, das war meine letzte Fahrt für heute. Jetzt fahren Sie nach Hause und ruhen sich aus. Ha, schön, wie es Papa Wutz. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Es ist eben ein ganz normaler Arbeitstag für Frau Mümmel. Kinderlieder. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, heute wollen wir gemeinsam Kinderlieder singen. Oh! Wer von euch hat denn ein Lieblingskinderlied? Mein Lieblingslied ist Lina hat ein kleines Lamm. Oh ja! Lina hat ein kleines Lamm, kleines Lamm, kleines Lamm. Lina hat ein kleines Lamm, sein Fell ist weiß wie Schnee. Das Lamm folgt ihr auf Schritt und Tritt. Schritt und Tritt, Schritt und Tritt. Das Lamm folgt ihr auf Schritt und Tritt, egal wohin sie geht. Das Lied mag ich, weil da ein Schaf drin vorkommt. Das war sehr, sehr hübsch, Peppa. Vielen Dank. Und hat sonst noch jemand ein Lieblingslied? Ich mag die kleine Bo Piep. Und kannst du die kleine Bo Piep auch singen? Ja, und zwar geht es nämlich so. Die kleine Bo Piep, die war sehr betrübt. Sie hat ihre Schafe verloren. Dieses Lied mag ich aber nicht. Da gehen nämlich Schafe drin verloren. Und das ist traurig. Ja, kennt vielleicht jemand ein Kinderlied, in dem es nicht um Schafe geht? Ich! Ja, Pedro? Schwarz, schwarz, schwarzes Schaf.
Oh, Entschuldigung. Ich weiß ein Lied über eine Katze. Oh, das ist prima, Molly. Möchtest du es uns vorsingen? Hey, Diddle, Diddle, die Katz und die Fiedel. Über den Mond springt die Kuh. Da lacht der Hund, es rennen im Nu. Teller und Löffel davon. Der Teller rennt mit dem Löffel davon und die Kuh springt über den Mond. Es ist ja verrückt. Wer will jetzt? Ich kenne ein Lied über eine Maus. Magst du es vorsingen, Freddy? Ticke die Tacke die auf. Die Maus rennt die Uhr hinauf. Die Uhr schlägt eins. Die Maus rennt davon. Ticke die Tacke die Dong. Oh, dieser Reim macht mehr Sinn als der von eben. Mäuse rennen nämlich sehr gern herum. Madame Gazelle, ich kenne ein Lied, in den Zahlen vorkommen. Hervorragend. Wendy, bitte steh auf und sing es uns mal vor. 1, 2, 3, 4, 5, ich hatte mal beim Fischen Glück. 6, 7, 8, 9, 10, schmeiß ich den Fisch in den Teich zurück. Warum hast du das getan? Weil das Fischchen beißen kann. Nein, nein, das kann nicht sein. Doch in den kleinen Finger rein. Oh, der arme kleine Fisch hatte große Angst. Es war sehr nett, ihn wieder freizulassen. Madame Gazelle? Ja, Pedro? Ich mag Robin Hood. Okay. Und kommt Robin Hood auch in einem Kinderlied vor? Ja, Robin Hood hatte einen Hut. Er machte niemals Quatsch und er liebte Matsch. Das war sehr gut, Pedro. Das habe ich mir selbst ausgedacht. Madame Gazelle, ich kenne ein Lied, bei dem man marschieren muss. Dafür müssen wir aber rausgehen. Ja, der alte Graf von York, der hatte Männer 10. Die mussten jeden Tag ganz rauf auf den Berg und auch wieder runtergehen. Wann sie oben schrien sie, wir sind da. Wann sie unten schrien sie, wir sind hier. Und wenn sie nur auf der Hälfte waren, schrien sie weder hier noch da. Ein gutes Training. Madame Gazelle, haben Sie eigentlich auch ein Lieblingskinderlied? Natürlich habe ich eins, Pedro. Sollen wir das vielleicht alle gemeinsam singen? Ja, gerne! Alle nehmen sich an die Hand. Ringelrange Rose, hab Blumen in der Hose. Ein Taschentuch, ein Taschentuch, wir fallen alle um. Peppa liebt Kinderlieder. Alle lieben Kinderlieder. Das Miniland. Mama und Papa Wutz machen mit Peppa, Schorsch und Luzi einen Ausflug ins Miniland. Papa, was ist das Miniland? Es ist genau wie in unserer echten Welt, Peppa. Nur ist dort alles mini klein. Es ist lehrreich und macht wirklich Spaß. Ist es echt? Auch mit echten kleinen Menschen, die da drin leben? Nein, so kleine Leute gibt's nicht. Wenn in dem Land alles mini, mini klein ist, dann sind wir ja Riesen. Und wir dann so, hallo ihr mini kleinen Leute. Und die dann so, ah, Riesen. Wann sind wir denn endlich da? Stopp! Was ist denn hier los, Herr Bulle? Alles ist bestens, Mama Wutz. Wir reißen hier nur die Straße auf. Ha! Wie lange wird das dauern? Genauso lange, wie es eben dauert. Aber wir wollten doch heute ins Miniland. Oh, ich mag das Miniland. Dort ist alles so mini und so lehrreich. Das ist wichtig. Weiterfahren. Dankeschön, Herr Bulle. Dankeschön. Stopp! Die anderen durften durch. Aber die fahren ja auch ins Miniland. Das ist wichtig. Willkommen im Miniland. Hier ist wirklich alles mini, mini klein. Und lehrreich ist es auch. Hier seht ihr eine Auswahl der weltberühmtesten Orte. Boah! Es sind exakte Abbildungen wirklich bekannter Bauwerke, nur in viel kleiner. Ui! Hier ist Big Ben. Und gleich daneben ist der Eiffelturm. Er sieht genauso aus wie der echte. Und die Pyramiden.
das Sydney-Opernhaus, die Freiheitsstatue und der Kreml. Aber in Wirklichkeit stehen all diese berühmten Bauwerke nicht in derselben Straße. Wirklich nicht? Tja, man lernt immer noch etwas dazu. Oh, schaut mal da. Das ist unsere Seenlandschaft. Oh, da sind ja lauter kleine Boote. Und da ist sogar eine kleine Frommümmel. Boote, Boote, hier gibt es Boote. Ja, das ist einer meiner vielen Jobs. Das sieht genauso aus wie eine Pirateninsel. Und da sind auch die Piraten. Haha! Was war das? Saurier. Hier seht ihr das Land der Dinosaurier. So sah die Erde vor einer sehr langen Zeit aus, bevor es Häuser und Autos gab. Das ist ein Tyrannosaurus Rex. Und der da drüben ist ein Triceratops. Der eine ist ein Pflanzenfresser und der andere ein Fleischfresser. Seht nur, sie spielen miteinander, genau wie sie es früher gemacht hätten. Beeindruckend. Alles ist hier genauso, wie es vor vielen Millionen Jahren gewesen sein könnte. Vom Zug mal abgesehen. Alle an Bord! Da sind sie ja schon wieder, Frau Mümmel. Als Lokführerin. Volle Kraft voraus! Und wohin geht's als nächstes? In unser modernes Miniland. Klicketi-klack, klicketi-kluck, auf Schiene fährt der Zug. Tuff, 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 klicketi-klicketi-klack. Hier ist es genauso wie bei uns zu Hause. Ja, es gibt Häuser und Autos und Hügel und Bäume. Und Züge, Flugzeuge und Boote. Ja, hier ist was los. 24 Stunden ohne Pause. Oh, es ist kaputt. Nein, ist es nicht. Schaut mal da. Es ist ein kleiner Herr Bulle, der die Straße aufreißt. Das hat er auch gemacht, als wir hergefahren sind. Im Miniland ist alles so wie in der richtigen Welt. Bis ins kleinste Detail. Wir reißen die Straße auf. Der Rettungswagen. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, heute kommt Dr. Bär, um uns einen Rettungswagen zu zeigen. Ich mag Rettungswagen. 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 Macht der Rettungswagen auch Nina, Nina, Nina? Ja, danke schön, Freddy. Das macht er bestimmt. Hier kommt Dr. Braunbär. Hallo, Dr. Braunbär. Hallo, Kinder. Wer von euch weiß denn, wie man das hier nennt? Das ist ein Rettungswagen. Ein Rettungswagen. Und weiß denn auch jemand, wofür man den braucht? Damit bringt man kranke Leute ins Krankenhaus. Ganz genau. Können wir bitte das Nina, Nina nochmal hören? Ja. Normalerweise benutzen wir das nur bei einem echten Rettungseinsatz. Dr. Braunbär, könnten Sie uns zeigen, was Sie bei einem echten Rettungseinsatz machen? Ja, mache ich gerne. Dazu brauche ich den Teddy und diesen Ball. Oh! Neulich spielte Teddy mal Fußball, als er, upsi, über den Ball stolperte. Jemand rief sofort den Rettungswagen. Freddy, würdest du noch mal das Rettungswagengeräusch machen? Nina, Nina, Nina. Als erstes schaue ich nach, ob der Patient auf mich reagiert. Bekomme ich eine Reaktion? Ja, Doktor. Kannst du mir deinen Namen nennen? Ich heiße Herr Teddybär. Was ist Ihnen denn zugestoßen, Herr Teddybär? Ich bin über einen Fußball gestolpert. Das war aber ganz schön dumm von Ihnen, oder? Wir legen den Fußball jetzt mal so hin, dass keiner mehr drüber stolpern kann. Schildern Sie mal, Herr Teddybär. Wo tut's denn weh? Mein Arm tut weh. Dann werden wir als erstes mal einen schönen Verband anlegen. Und weil Sie so ein tapferer Teddy waren, bekommen Sie jetzt ein Abzeichen. Und so arbeiten die Rettungshelfer. Wundervoll. Kinder, sagt Dankeschön zu Dr. Braunbär. Dankeschön, Dr. Braunbär.
Sehr gerne geschehen. Und denkt dran, immer schön Ausschau halten, wohin ihr geht. Dann... Dr. Braunbär rollt den Hügel hinunter. Er rollt durch einen pieksigen Busch. Er ist an einen Baum geknallt. Und Äpfel fallen ihm auf den Kopf. Ach du Schreck, rufen wir einen Rettungswagen. Hier ist doch der Rettungswagen. Oh, ja, dann allesamt in den Rettungswagen. Hurra! Oh. Keine Sorge, Dr. Braunbär. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Dankeschön, aber ich glaube, ich brauche keine Hilfe. Ich bin ja der Doktor, schon vergessen? Ja, aber wir müssen alles überprüfen. Aber ich glaube, das ist wirklich nicht... Kein Wort mehr. Kinder, was tun wir als erstes? Reaktionstest. Sehr gut, Peppa. Können Sie reagieren, Doktor? Kann ich. Gut, er reagiert auf uns. Das ist alles sehr nett von euch, aber ich... Wer weiß, was wir als nächstes machen? Wir fragen, wie er heißt. Ja, aber in diesem Fall wie ist es... Wie heißen Sie? Dr. Braunbär. Jetzt fragen wir ihn, was passiert ist. Das habt ihr doch gesehen. Ich bin über den Ball gestolpert und den Hügel hinabgerollt. Das war aber ganz schön dumm von Ihnen, oder? Wo tut es Ihnen denn weh? Mir tut es überall weh. Wo tut es denn am meisten weh? In meinem Arm und mein Bein und hier an meinem Kopf. Dann werden wir mal einen Verband anlegen. Und weil Sie so ein tapferer Doktor waren, bekommen Sie jetzt ein Abzeichen. Kinder, sagt Dankeschön zu Dr. Braunbär. Er hat uns allen ja so wundervoll gezeigt, wie die Rettungshelfer arbeiten. Es war mir ein Vergnügen. Dr. Braunbär mag die kleinen Rettungshelfer. Alle sind gerne Rettungshelfer. Eine lange Zugfahrt. Peppa und ihre Familie frühstücken. Oh. Was ist denn los, Papa Wutz? Ich muss für meine Arbeit sehr lange verreisen. Können wir auch mitkommen? Es ist Arbeit, Peppa, und es ist eine sehr, sehr lange Zugfahrt. Duftuf. Können wir bitte mitkommen? Es wird anstrengend. Ich beurteile Beton. Ich muss seine Rohdichte prüfen, um die Hohlräume im Zuschlag berechnen zu können. Ich muss das auch alles prüfen. Was sagt Mama Wutz dazu? Ich finde, es könnte nett werden. Es ist hunderte Kilometer weit weg. Wir müssen ins Ausland. Bitte, Papa Wutz. Okay, dann fahren wir zusammen. Hurra! Peppa und ihre Familie warten am Bahnhof. Frau Mümmel ist die Lokführerin. Alle an Bord! Volle Kraft voraus! Sind wir bald da, Mama? Nein, Peppa. Es ist eine lange Reise. Du musst ein bisschen Geduld haben. Sing doch ein Lied, damit die Zeit vergeht. Okay. Klicketi-Klack, klicketi-Kluck, auf Schienen fährt der Zug. Tuff, 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 klicketi-klicketi-Klack. Ich hab ein Lied gesungen. Sind wir denn jetzt bald mal da? Es liegt noch ein weiter Weg vor uns, Peppa. Wir werden unser Ziel nicht vor morgen früh erreichen. Und wo sollen wir schlafen, wenn Schlafenszeit ist? Na, hier. Das ist doch kein Schlafzimmer, Papa. Wart's mal ab. Zauberbetten. Und da putzen wir die Zähne. Ein Zauberbadezimmer. Ein klitzekleines Becken mit klitzekleinen Wasserhähnen. Das ist noch nicht alles. Eine Zaubertoilette. Und was ist das hier für ein Knopf? Papa hat die Zauberdusche gefunden. Hallo. Ihre Pässe, bitte. Natürlich. Oh, Sie müssen Herr Wutz sein. Der Herr Wutz. Sie kommen sicher, um unseren Beton zu überprüfen. Ja. Kennen Sie mich etwa? Oh, Sie und Ihre Betonkenntnisse sind in unserem Land berühmt. Aber ich will Sie nicht länger stören. Gute Nacht. Gute Nacht. Es ist Schlafenszeit. Gute Nacht, Peppa und George. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Gute Nacht. Peppa
Pepper und Schorsch übernachten zum ersten Mal in einem Zug. Klickidi-klack, klickidi-kluck, auf Schienen fährt der Zug. Tuff, 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 la, 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 tut, tut. Am nächsten Morgen gibt es Frühstück im Zug. Guten Morgen. Frau Mümmel, sollten Sie nicht besser in der Lok sein? Keine Sorge, der Zug fährt auf Schienen, der verirrt sich schon nicht. Möchten Sie Kaffee oder Orangensaft? Ich hätte gerne beides. Nein, Kaffee oder Orangensaft. Sie können nicht beides haben. Bei dem berühmten Herrn Wutz können wir doch wohl ausnahmsweise mal eine Ausnahme machen. Kaffee und Orangensaft. Dankeschön. Entschuldigen Sie, ich bin König Alfonso. Könnte ich bitte auch Kaffee und Orangensaft bekommen? Nein, das ist unmöglich. Pepper und ihre Familie kommen nach einer langen Zugfahrt am Ziel ihrer Reise an. Es ehrt uns, dass Sie uns hier besuchen, Herr Wutz. Dankeschön. Hier kommt schon der Beton. Was sagen Sie dazu? Papa Wutz ist ein Fachmann für Beton. Ausgezeichnet. Hurra! Ich hoffe, die Zugfahrt war nicht zu lang und anstrengend für Ihre Familie. Nein, sie war herrlich. Und was machen wir jetzt? Meine Arbeit ist erledigt. Also können wir mit dem Zug nach Hause fahren. Oh, supi. Dann können wir wieder im Zug übernachten. Peppa liebt lange Zugfahrten. Alle lieben lange Zugfahrten. Ein neuer Tag in Peppas Spielgruppe beginnt. Guten Morgen, liebe Kinder. Wo ist Madame Gazelle? Hier bin ich. Oh! Ich habe nur eine Maske getragen. Sie sehen ganz anders aus. Ja, und heute bastelt ihr euch alle eine Maske. Hurra! Da drüben sind Bastelscheren und buntes Papier, Buntstifte und Wasserfarben, Federn, Pfeifenputzer, Knöpfe, Pompons. Gibt es auch Glitzer? Kein Glitzer. Bitte, Madame Gazelle. Bitte, Madame Gazelle. Nein, ich bin froh, dass ich endlich die Glitzerreste vom letzten Mal beseitigt habe. So, fangt jetzt mit euren Masken an. Peppa verwendet farbiges Seidenpapier. Ich bastle mir eine pinke Schmetterlingsmaske. Klausi Kleff verwendet Knöpfe und Strohhalme. Ich bastle mir eine Robotermaske. Luzi Locke verwendet Federn. Ich bastel mir eine Zaubereulenmaske. Schuhu. Ich bastel eine Superheldenmaske. Nee. Und ich eine Karottenmaske. Und mein kleiner Bruder Linus ist eine Babykarotte. Wir mögen Karotten. Schorsch hat eine Dinosauriermaske gebastelt. Saurier. Und was stellt deine Maske dar, Edmund? Sie stellt das Sonnensystem dar, mit allen Planeten. Aha. Ich habe auch Pluto gebastelt, obwohl Pluto nur ein Zwergplanet ist. Sehr gut. Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Also, sind alle fertig? Meine Maske wäre mit Glitzer viel schöner. Bitte, nur ein bisschen Glitzer, Madame Gazelle. Glitzer, 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 Glitzer. Es gibt Glitzer, noch andere glänzende Glitzer, Dinge, die Glitzer. Ihr benutzen dürft. Die sind nicht so gut wie Glitzer. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Nein, man bekommt ihn nicht mehr weg. Kaum ist er aus dem Glas, verteilt er sich überall. Er ist eine Plage. Aber er sieht einfach zauberhaft aus. Bitte, bekommen wir Glitzer? Bitte. Oh, also gut. Aber ihr müsst mir alle versprechen, dass ihr sehr, sehr vorsichtig mit dem Glitzer umgehen werdet. Ja, versprochen. Okay, dann öffne ich jetzt unseren Glitzertresor. Madame Gazelle bewahrt den Glitzer an einem sicheren Ort auf. Also Kinder, ihr habt versprochen, heute äußerst vorsichtig mit dem Glitzer umzugehen. Es ist Abholzeit. Alle Eltern kommen, um ihre Kinder einzusammeln. Oh, Glitzer! Oh, keine Panik. Bitte bleiben Sie ruhig. Wir hatten einen Glitzervorfall, aber wir haben ihn unter Kontrolle. Heute hat sich jedes Kind eine eigene Maske gebastelt. Ui! Eigentlich bin ich gekommen, um Peppa und Schorsch abzuholen. Aber ich kann sie hier nirgends entdecken.
Ich bin ein schöner Schmetterling. Flatter, flatter, flatter. Entschuldigen Sie, Frau Schmetterling. Ich suche nach zwei kleinen Schweinchen. Haben Sie sie vielleicht gesehen? Papa, ich hab dich reingelegt. Ich bin's. Peppa, so eine Überraschung. Aber wo hat sich Schorsch versteckt? Oh. Schorsch, da bist du. Ich dachte, du bist ein Dinosaurier. Madame Gazelle, ich kann Luisa und Linus nicht finden. Könnte ich stattdessen diese beiden Karotten mitnehmen? Blinde Mama, wir sind's. Oh, Luisa, Linus. Komm her, Pedro, wir gehen nach Hause. Ich bin gar nicht Pedro. Ich bin doch Super Pony. Oh, kommt Super Pony denn mit mir nach Hause? Oder möchte Super Pony lieber hier übernachten? Ich komm lieber mit nach Hause, Mami. Ich glaube, das Maskenbasteln hat uns allen viel Freude bereitet. Wer sind denn Sie? Ich bin es, Madame Gazelle. Madame Gazelle liebt Masken. Alle lieben Masken. Baggerland. Peppa und Schorsch fahren heute ins Baggerland. Bagger, Bagger. Schorsch mag Bagger. Und ich mag Bagger auch. Und heute dürft ihr auf großen, echten Baggern fahren. Boah. Da ist Mr. Kartoffel. Herzlich willkommen in Baggerland. Hier werden eure Baggerfahrerträume wahr. Hier ist die Sandbaggerstation. Oh! Peppa und Schorsch, rauf mit euch! Mama und Papa Wutz, sie müssen strampeln! Oh. Also, ihr füllt jetzt diesen großen Eimer mit Sand! Das macht Spaß! Sehr gute Arbeit, Kinder. Und jetzt drehen wir den Eimer um, klopfen obendrauf und voilà! Hurra! Peppa und Schorsch haben eine große Sandburg gebaut. Können wir zur nächsten Station gehen? Das ist die Gabelstaplerstation. Stapelt die bunte Würfel zu einer Mauer! An die Arbeit, Mama! Jawohl, Peppa! Schneller strampeln, Mama! Ich strampel schon so schnell, wie ich kann, Peppa. Noch ein Würfel. Fertig. Eine echte Mauer. Schorsch fährt einen Abrissbagger. Oh je, Schorsch hat Peppas Mauer abgerissen. Schorsch, du freches Schweinchen. Hoho, erst bauen wir die Mauer auf, dann reißen wir sie ab. So macht das Baggerland erst Spaß. Das ist ein Greifarmautomat. Was kann man denn damit machen? Ich hoffe, er funktioniert ohne Strampeln. Mama und Papa Wutz, bitte strampeln. Oh. Peppa und Schorsch, holt euch mit der Greifarm einen schönen Preis. Oh. Es gibt Mr. Kartoffelpuppen und Dinosaurier zu gewinnen. Saurier! Einverstanden, Schorsch. Wir angeln nach dem Dinosaurier. Mehr zu mir, Schorsch. Nein, nein, da lang. Zurück zu mir. Runter, hurra! Wir haben den Dinosaurier. Der Dinosaurier ist zu schwer für den Greifarm. Hohoho, versuch's doch mal. Oh nein, jetzt haben wir eine Mr. Kartoffelpuppe. Die Mr. Kartoffelpuppe ist nicht so schwer für den Greifarm. Da habt ihr aber Glück gehabt und ihr dürft sie behalten. Und das Beste ist, ihr habt euch jeder eine Baggerfahrer-Medaille verdient. Ihr seid der voll ausgebildete Baggerfahrer! Hurra! Danke für den Besuch im schönen Baggerlande. Hier werden eure Baggerfahrerträume wahr. Tschüss! Wiedersehen! Ich fand es im Baggerland ganz toll, weil wir da alleine Bagger fahren. Top! Es ist Herr Bulle. Was ist denn hier passiert, Herr Bulle? Wir bauen hier auf der Straße eine Backsteinmauer. Bagger, Bagger. Herr Bulle?
Dürfen wir mal mit Ihrem Bagger fahren? Oh, ich befürchte nein. Kinder können noch nicht Bagger fahren. Aber wir waren im Baggerland und wir haben Medaillen. Oh, das ist was anderes. An Bord mit euch! Also ich fahre den Bagger und ihr habt die wichtige Aufgabe, auf die Knöpfe zu drücken. Also dann los. Drückt auf den Knopf. Was? Auf den roten? Nein, auf den grünen. Der Bagger hat die neu gebaute Mauer abgerissen. Tut mir leid, Herr Bulle. Erst bauen wir die Mauer auf, dann reißen wir sie ab. So macht Baggern richtig Spaß. Peppa und Schorsch lieben Bagger. Alle lieben Bagger. Der Fallschirmsprung. Es regnet und das Schuldach ist undicht. Mal wieder. Muh, habe ich dieses Dach nicht letztens erst repariert, Madame Gazelle? Ja, Herr Bulle, aber es macht immer noch dröppeldi-dröpp-dröpp. Vermutlich ist ein gebrochener Dachziegel schuld. Vielleicht ist es ja dieser hier. Hört es jetzt auf zu tropfen? Nein, es tropft noch mehr. Vielleicht sind die Ziegel hier auch kaputt. Ist es jetzt besser? Also, jetzt tropft es noch mehr. Da ist ein Riesenloch in Ihrem Dach. Das in Ordnung zu bringen, wird ganz schön viel Geld kosten. Oh, weia. Woher sollen wir denn das Geld nehmen, um schon wieder das Dach zu flicken? Mein Papa, der hat schon mal einen Fallschirmsprung gemacht für einen guten Zweck. Er ist runtergeschwebt und hat dafür eine Menge Geld gesammelt. Gute Idee, Pedro. Nun also, wer glaubt, dass seine Mama oder Papa einen Fallschirmsprung machen möchte? Meine Mama. Wir brauchen nur einen. Peppa und Schorsch kommen wieder nach Hause. Mama, das Schuldach ist undicht. Schon wieder. Tatsächlich, Liebes? Ja. Madame Gazelle sagt, die Reparatur kostet eine Menge Geld. Das kann ich mir vorstellen. Sie hat gefragt, ob eine Mama oder ein Papa aus einem Flugzeug springen würde. Ich hoffe, du hast nicht gesagt, dass Papa Wutz das machen würde. Du weißt, er hat Höhenangst. Aber du hast keine Höhenangst, oder Mama? Ich hab da kein Problem. Gut. Oh, tausend Dank, Mama Wutz, dass Sie für uns aus dem Flugzeug springen würden. Was? Sowas habe ich noch nie gemacht. Es wird schon gehen. Denken Sie daran, es ist wie Kinder. Oh, wenn das so ist, tue ich es natürlich gern. Ein Hoch auf Mama Wutz! Heute ist der Tag von Mama Wutz Fallschirmsprung. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich das wirklich machen will. Ist alles für einen guten Zweck, Mama Wutz. Aber woher soll ich wissen, wie man aus einem Flugzeug springt? Keine Sorge, Sie bekommen vorher alles erklärt. Hallo, Mama Wutz. Herr Löffel ist der Fallschirmsprungtrainer. Dies hier ist ein Fallschirm. Der hilft Ihnen, durch die Luft zu schweben, wenn Sie gesprungen sind. Sollte ich das mal üben? Was üben? Springen? Warum nicht? Sie sind ein Naturtalent. War das alles? Ja, Sie sind jetzt bestens trainiert. Hurra! Alle an Bord! Ich bin immer noch ein bisschen besorgt wegen dieses Sprungs, Papa Wutz. Wird schon werden, Mama Wutz. Ich begleite dich nach oben. Viel Glück, Mama. Keine Angst, Mama Wutz. Denk dran, du trägst doch einen Fallschirm. Ja, Papa Wutz. Oh, wir sind ja schon ziemlich hoch. Oh. Oh weh. Papa Wutz ist aus dem Flugzeug gefallen. Sie ist gesprungen. Oh nein, das ist Papa Wutz. Warte auf mich, Papa Wutz. Mama Wutz ist gesprungen. Sie will Papa Wutz retten. Hab dich. Oh, sie hat ihn. Hurra! Meine Mama ist die Beste. Danke, dass du mich rettest, Mama Wutz. Oh, Papa Wutz, du rutschst mir weg. Herr Bulle hat das Dach fertig repariert. Wunderbare Arbeit, das hält die nächsten Jahre. Ich kann dich nicht halten. Oh nein! Alles in Ordnung mit Papa Wutz? Haha,
alles gut. Gut, Sie müssen diesen Fallschirmsprung nämlich noch einmal machen. Was? Zum Geld sammeln, um dieses neue Loch im Dach zu reparieren. Oh, also gut. Ein Hoch auf Papa Wutz! Die Höhlenwanderung. Heute unternehmen Peppa und ihre Familie eine Höhlenwanderung. Mia Maulwurf ist auch da. Hallo Mia, die Höhlenwanderung ist bestimmt total spannend. Ja, ich freue mich schon auf die Schicksalsfahrt. Schicksalsfahrt? Was ist denn das? Keine Ahnung, klingt aber gut. Hallo. Das ist Herr Löffel. Ich bin Ihr Höhlenführer. Bitte ziehen Sie Ihre Sicherheitshelme an. Ist es gefährlich in der Höhle? Überhaupt nicht. Folgen Sie mir auf unsere völlig harmlose Tour. Gut, das ganze Gerede über die Schicksalsfahrt hatte mich etwas verunsichert. Ich bin Ihr Höhlenführer. Oh. Das ist Opi Mümmel. Stürzen wir uns in ein unvergessliches Abenteuer. Oh, brauchen wir die Sicherheitshelme? Warum nicht? Hat irgendjemand damit Probleme, dass es gleich ganz tief nach unten geht? Von dunklen, engen Orten bin ich nicht gerade begeistert. Sie meinen wie eine Höhle? Und ich habe etwas Höhenangst. Verstehe. Haben Sie noch etwas auf dem Herzen? Schorsch und ich lieben aufregende Orte. Prima! Diese Höhle ist geradezu wahnwitzig aufregend. Los geht's! Diese Treppe führt uns direkt hinunter in die Höhle. Oh, das macht Spaß. Ja, es macht tatsächlich Spaß. Gut, dass wir gar nicht genau wissen, wie tief wir sind. Wir sind jetzt genau 100 Meter tief. Stellen Sie sich einmal vor, wie viele Tonnen Gestein sich mittlerweile über unseren Köpfen befinden. Ganz toll. Willkommen im Reich der Höhle. Es ist so prächtig und so glitzerig. Fantastisch. Schaut mal, da liegt ein kleines Boot. Alle Mann an Bord. Wisst ihr was? Weil diese Höhle so groß und wunderschön ist, fühle ich mich hier unten gar kein bisschen unwohl. Nun durchqueren wir diesen kleinen Tunnel. Es könnte ein bisschen eng werden. Tief einatmen. Und jetzt alle wieder aussteigen. Also, das war mir ein bisschen unheimlich. Keine Sorge, das war der erste und letzte Tunnel. Gut. Wir müssen nur noch diese Schlucht überwinden. Oh, das wird sicher keine leichte Übung. Ja, die Schlucht ist schön tief. Passen Sie gut auf. Wie lange braucht dieser Stein, bis er unten am Boden ankommt? Boah. So, und wie kommen wir jetzt nach drüben? Haben Sie schon einmal von der Schicksalsfahrt gehört? Mia Maulwurf hat gesagt, das wäre das Beste von allen. Was genau ist diese Schicksalsfahrt denn? Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Bloß eine Fahrt mit der Seilrutsche über die Schlucht und runter zum tiefsten Punkt der Höhle. Oh, yippie! Es macht wirklich Spaß und ist natürlich auch völlig ungefährlich. Ich habe es wirklich nicht so mit Höhen. Gibt es nicht noch einen anderen Weg um... Wir sehen uns auf der anderen Seite! Wartet auf mich! Also, wenn das nicht der verrückteste Spaß der Welt ist, dann weiß ich wirklich nicht. Es war super klasse! Hat's dir auch Spaß gemacht, Papa? Ja, klar. Hier am tiefsten Punkt der Höhle ist unsere Wanderung zu Ende. Noch Fragen? Wie kommen wir wieder hinaus? Oh, gute Frage. Wir nehmen den Aufzug. Da wären wir. Wieder an der Erdoberfläche. Ah, Tageslicht. Wollen Sie ein Andenken kaufen? Guckt mal, da ist ein Bild von uns auf der Schicksalsfahrt. Papa, du siehst lustig aus. Hiermit werden Sie Ihre Schicksalsfahrt nie wieder vergessen. Na, schönen Dank auch. Peppa liebt Höhlenwanderungen. Alle lieben Höhlenwanderungen. Schorschs Bommelmütze.
Heute trägt Schorsch seine neue Bommelmütze. Halt die Bommelmütze fest, Schorsch, sonst fliegt sie dir davon. Peppa und Schorsch sind am Haus von Oma und Opa Wutz angekommen. Oma Wutz! Opa Wutz! Hallo, meine Kleinen! So, Kinder, seid schön lieb. Und du, Schorsch, mach deine neue Mütze nicht schmutzig. Hahaha, wir versprechen, dass Schorschs neue Bommelmütze sauber bleibt. Dankeschön, Opa Wutz. Dann bis später. Wiedersehen. Kommt ihr, Peppa und Schorsch? Wir gehen runter in unseren Garten. Ja. Schorsch, denk dran, was Mama Wutz über die Mütze gesagt hat. Ja, ja, Oma Wutz. Das wird schon klappen. Peppa und Schorsch haben einen großen Misthaufen entdeckt. Opa Wutz, was ist das? Das ist Mist zum Düngen. Ein wunderbares Zeug. Ich pack's auf mein Gemüsebeet, denn dann wächst alles schön stark und groß. Es riecht ziemlich stinkig. Es ist das schmutzigste und stinkigste im ganzen Garten. Am besten tretet ihr zwei ein Stückchen zurück. Sehr schön. Dann kommt, düngen wir den Garten. Das ist das Gemüsebeet von Opa Wutz. Hallo, mein liebes Gemüse. Möchtet ihr ein bisschen Dünger haben? Es ist etwas windig. Halt deine Mütze fest, Schorsch. Oh je, der Wind hat Schorschs Mütze weggeweht. Schorsch, fang sie! Schorschs Mütze hängt im Baum fest. Schorsch, du bist ja ganz schlammig. Aber deine Bommelmütze ist sauber. Na, Gott sei Dank aber auch. Ich kann sie dir runterholen. Vielleicht sollte ich dir besser ein bisschen helfen. Nein, Opa Wutz, ich kann das allein. Ups! Oh je, Peppa ist voller Schlamm. Ich sehe zwei kleine Schweinchen, die dringend ein Bad brauchen. Schorschs Bommelmütze steckt auf dem Schilf im Gartenteich. Wir haben wirklich Glück. Deine Mütze ist noch immer sauber, Schorsch. Aber wie bekommen wir sie wieder? Das ist eine Aufgabe für Erwachsene. Ich brauche einen Stock. Fall aber nicht rein, Opa. Ich weiß genau, was ich hier tue, Peppa. Gleich habe ich sie. Ich sehe ein großes Schweinchen, das dringend ein Bad braucht. Opa Wutz, was machst du da um Himmels Willen? Ich mache gerade ein kleines Päuschen. Stimmt doch gar nicht. Natürlich stimmt das nicht. Das war ein Witz. Man sieht ja wohl klar und deutlich, dass ich in den Gartenteich gefallen bin, oder? Also wirklich sowas Dummes. Peppa, Schorsch, ihr seid beide voll Schlamm bis in die Schuhe. Wir haben versucht, Schorschs neue Bommelmütze wiederzukriegen. Wo ist Schorschs Bommelmütze denn? Sie segelt durch die Luft. Ich hole jetzt Schorschs Bommelmütze zurück und dann geht ihr erstmal allesamt baden. Sei vorsichtig, Oma Wutz. Ich würde dafür einen Stock nehmen. Schönen Dank allerseits, aber es wird schon klappen. Ich habe Gummistiefel an. Wenn du auf den Misthaufen steigst, wirst du einsinken. Unsinn, Opa. Ich habe nicht die Absicht, einzusinken. Ich komme schon dran. Ich hab sie. Oh je, Oma Wutz ist voller Mist. Stinkige Oma Wutz. Mama Wutz ist gekommen, um Peppa und Schorsch abzuholen. Hallo. Opa Wutz, du hattest mir doch versprochen, dass die Kinder nicht schmutzig werden. Genau genommen hatten wir dir versprochen, dafür zu sorgen, dass Schorschs Mütze nicht schmutzig wird. Und sie ist auch nicht schmutzig. Sie ist tipptopp sauber. Ja, ich sehe es schon. Schorschs Bommelmütze ist hier das einzig saubere weit und breit. Experimente mit Papa Wutz. Es ist Spielzeit in Peppas Spielgruppe. Stopp! Aber Herr Bulle, was machen Sie denn mit unserem Spielplatz? Wir buddeln ihn auf! Herr Bulle liebt es zu buddeln. Hallo! Papa, warum bist du denn auch hier? Ich arbeite mit Herrn Bulle. Oh. Es sieht so aus, als würde Herr Bulle die Meisterarbeit machen. Herr Bulle baut den Spielplatz nur.
Ich mache die harte Arbeit, nämlich die Planung. Das funktioniert aber nur mit Wissenschaft. Das scheint mir sehr interessant zu sein, Papa Wutz. Ist es auch. Könnten Sie den Kindern vielleicht etwas von dieser Wissenschaft beibringen? Mit dem allergrößten Vergnügen. Fangen wir erst mal ganz simpel mit einem Experiment an. Was ist ein Experiment? Damit kann man herausfinden, was man vorher noch nicht genau wusste. Zum Beispiel, wie viele Kinder sind nötig, um Madame Gazelle hochzuheben? 100! 100! Das habt ihr jetzt alle nur geraten. Und was ist die Lösung? Keine Ahnung, aber wir könnten ein Experiment machen, um es herauszufinden. Wer möchte versuchen, Madame Gazelle hochzuheben? Ich! Ich kann sie alleine nicht heben. Madame Gazelle ist zu schwer für ein Kind. Versuchen wir es mal mit zwei Kindern. Hauch! Sie ist wirklich sehr schwer. Auch zwei Kinder können Madame Gazelle nicht hochheben. Probieren wir es mal mit drei Kindern. Hauch! Hurra! Man braucht drei Kinder, um Madame Gazelle hochzuheben. Und das war jetzt Wissenschaft. Das macht Spaß. Dann probieren wir ein zweites Experiment. Ja! Baut doch mal einen Turm aus Bauklötzen. Ja, sehr gut. Aber der Turm sieht ein bisschen wackelig aus. Oh. Was könnten wir tun, damit er weniger wackelt? Die großen Bauklötze kommen nach unten und die kleineren obendrauf. Fantastisch! Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Machen wir noch mehr Experimente? Aber ja, wer verrät mir sein Lieblingsspiel? In Matschepampepfützen herumspringen. Und was brauchen wir, um eine Matschepfütze herzustellen? Erde und Wasser. Erde und Wasser. Miteinander vermischen und fertig ist die Matschepampe. Peppa, bitte teste die Pfütze. Die Pfütze ist zu trocken. Wir brauchen also noch mehr Wasser. Bitte spring noch einmal, Peppa. Die Pfütze ist genau richtig. Groß und matschig. Und Matschepfützen herzustellen ist ein bisschen so wie Beton zu mischen. Beton benutzen wir, um das Loch auf eurem Spielplatz aufzufüllen. Zuerst ist er noch ganz feucht und weich wie Matsche. Aber wenn er trocken wird, ist er hart wie ein Stein. Jetzt ist er noch weich und geschmeidig wie Kartoffelbrei. Schaut mir mal gut zu. Seht ihr, es ist wie im Moorbad. Wer kann mir denn nun sagen, was als nächstes passiert? Der Beton trocknet und wird hart. Ganz genau. Der Beton wird hart wie Stein. Papa Wutz, ich würde sagen, Sie kommen schnell raus, bevor er trocknet. Kleinen Moment bitte noch, Herr Bulle. Ich unterhalte mich gerade mit den Kindern. Ja, schon, aber... Seht ihr? Der Beton ist immer noch matschig. Ganz matschig. Jetzt schaut. Hart. Boah. Und all das verdanken wir der Wissenschaft. Und Herr Bulle, was wollten Sie mir gerade sagen? Ich habe versucht, Ihnen zu sagen, dass Sie besser herauskommen sollten, bevor der Beton hart wird. Papa Wutz steckt fest. Keine Sorge, Papa Wutz. Ich werde Sie schnell wieder befreien. Und wie? Ich werde den Spielplatz aufbuddeln. Papa Wutz wird nicht gern aus dem Beton gebuddelt. Aber allen anderen macht es Spaß. Der Karnevalsumzug. Peppa und ihre Familie möchten den Karnevalsumzug sehen. Hallo! Luzi Locke und Mia Maulwurf sind auch da. Hallo, Peppa! Wollt ihr auch den Karnevalsumzug anschauen? Ja, ich kann's kaum erwarten. Ich glaube, es wird fantastisch. Mit feuerspeienden Drachen. Und fliegenden Zauberkünstlern. Hoffen wir, dass es wirklich so toll wird. Was ist das? Geht es schon los? Nein, das sind Leute, die die Straße reinigen, bevor der Umzug kommt. Oh, das klingt allerdings ziemlich gut. Sie benutzen Besen und Mülleimer, um Musik zu machen. Der Karnevalsumzug geht los. Hier kommen Herr Bulle und seine coole Band auf Opa Clefs Laster. Und da ist Herr Pony, der Optiker. Hallo. Guckt mal, Pedro ist auf dem Wagen. Hallo. Hallo, Pedro.
Ich wäre auch gern beim Umzug dabei. Ich auch. Oh, was ist das? Hallo! Wow, ein Boot, das über die Straße segelt. Es sind Captain Clef und Klausi Clef. Oh, schaut, da ist ja auch Frau Mümmels Rettungshubschrauber. Aber wo ist Frau Mümmel? Frau Mümmel ist die Karnevalsprinzessin. Ui. Sie hat aber nicht viel zu tun. Habe ich recht? Das unterscheidet diesen von all ihren anderen Jobs. Wahrscheinlich ist sie froh, dass sie mal die Füße hochlegen kann. Hier kommt Mr. Kartoffel. Bitte begrüßen Sie hier unseren Freund, Mr. Kartoffel! Mr. Kartoffel hat einen großen Luftballon an sein Auto gebunden. Wow! Das ist bestimmt der größte Luftballon der Welt. Paufer, Paufer, behält dich auf der Rad. Mr. Kartoffel kommt heute in die Stadt. Oh je, das Band ist abgerissen. Ah, mein Ballon! Ah, es ist okay, ich hab ihn. Ah. Er fliegt mit mir davon. Hilfe! Wir müssen den Rettungsdienst alarmieren. Hallo? Frau Mümmels Rettungsdienst hier. Mr. Kartoffel fliegt mit einem Luftballon davon. Hilfe, Hilfe! Ich bin schon unterwegs. Moment mal, mit all dem Zeug kann ich nicht zum Einsatz. Wer will Karnevalsprinzessin sein, solange ich mal eben jemand rette? Ich! Dann mal los. Ich bin die beste Karnevalsprinzessin. Ich kann am besten herumkommandieren. Ich kann das ganz genauso. Ich sollte die Prinzessin sein, denn ich kann am besten winken. Warum seid ihr nicht einfach alle drei Prinzessinnen? Na gut. Dann trage ich die Krone. Ich sitze auf dem Thron. Und ich nehme den Umhang. Hilfe! Hilfe! Frau Mümmel startet, um Mr. Kartoffel zu retten. Ich fliege sie am besten von unten an. Wow, Bastian! Ups, Entschuldigung, Mr. Kartoffel. Warten Sie, ich steige höher. Frau Mümmel, was ist denn Ihr Plan? Ich plane nie etwas. Ich mach's eigentlich immer so, wie es kommt. Autopilot aktiviert. Haben Sie einen schönen Tag. Der Autopilot steuert den Hubschrauber von ganz allein. Tschüss. Auf Wiedersehen. Also, wie kriegen wir jetzt diesen Ballon runter? Soll ich ihn anpieksen? Nein, auf gar keinen Fall anpieksen. Oh, na gut, dann löse ich den Knoten. Frau Mümmel will die Luft aus dem Ballon ablassen. Warten Sie! Wir schaffen es. Frau Mümmel hat Mr. Kartoffel gerettet. Dankeschön. Hurra! Jetzt kann ich auch wieder die Karnevalsprinzessin sein. Wir haben ja bisher auch nur drei Karnevalsprinzessinnen. Das ist der beste Karneval aller Zeiten. Peppa liebt Karneval. Alle lieben Karneval.